Herzlich willkommen auf dem Bamboo Train, also zu Deutsch Bambuszug. Wir sind gerade unterwegs außerhalb von Krong Badambang. Für die unter Ihnen, die in Geografie einen Fensterplatz hatten, hier ein kleiner Schnellkurs. Das ist die Welt. Wo Thailand liegt, wissen Sie bestimmt. Nebendran Laos und Vietnam. Und dazwischen liegt Kambodscha. Phnom Penh ist die Hauptstadt. Die bekannten Tempel von Angkor Wat sind hier gelegen. Und Krong Badambang mit seinen 300.000 Einwohnern wäre da. Alles klar? Zurück zu der Bahn. Die befahrbare Strecke ist 6 km lang. Am Ende erwartet einem ein kleines Dorf mit verschiedenen Verkaufsständen. Auch im hintersten Winkel von Kambodscha gibt es Coca-Cola oder Nescafé. Da fällt mir gerade ein, sie haben unser Fahrzeug gar noch nicht gesehen. Nachdem wir uns verköstigt haben und zur Enttäuschung der lokalen Händler kein Stoffprodukt gekauft haben, geht es auf die Heimfahrt. Die teils schlechte Ton- und Bildqualität ist dem Wetter geschuldet. Es hat wieder mal leicht geregnet, weshalb ich nur mit der GoPro konnte filmen. Deshalb hat es ab und zu Tropfen vor der Linse. Die ganze Strecke ist einspurig. Die verschiedenen Zugführer können untereinander nicht kommunizieren. Für die Bahnexperten unter ihnen ist noch erwähnt, dass es keine Signalisation oder sonst ein Zugsicherungssystem gibt. Es hat auch keine Ausweichstelle mit einem zweiten Gleis, wie man das bei uns kennt. Somit ist es unvermeidlich, dass einem ein anderer Wagen entgegenkommt. Und jetzt? Schritt 1. Anhalten. Eine andere Bremse außer dem Rollwiderstand durch die schlechten Gleise habe ich nicht erkennen können. Schritt 2. Alle Personen verlassen den Wagen. Schritt 3. Man wartet ab, bis der entgegenkommende Wagen auch bei uns ist. Schritt 4. Beide Wagenführer lupfen einen Wagen von der Schiene. Dafür muss praktischerweise keine einzige Schraube gelöst werden. Wo ich das festgestellt habe, ist mein Vertrauen in die Bahn nicht gerade gestiegen. Wenn man vor allem bedenkt, dass die Strecke sehr holprig ist. Schritt 5. Auch die beiden Achsen werden auf die Seite gelegt. Schritt 6. Der wartende Wagen wird vorbeigeführt und wieder festgemacht. Schritt 7. Der demontierte Wagen wird wieder zusammengebaut. Das geht so schnell wie ein IKEA-Regal zum Zusammenschrauben. Schritt 8. Alle Personen können wieder aufsteigen und sich gemütlich machen. Und Schritt 9. Der Reis geht weiter. Ein kurzer geschichtlicher Hintergrund zu dieser Strecke. Bis 2009 sind hier kommerzielle Züge verkehrt. Fernverkehrsbusse sind dann zu einer grossen Konkurrenz geworden und im Zuge dessen ist die Strecke stillgelegt worden.
Mit Bambu-Trains ist auch während dem regulären Zugsbetrieb Material und Personen transportiert worden. Zum Beispiel Früchte von den Dörfli in die Stadt auf den Markt. Und weil die Strecke einspurig ist, hat man müssen die Wägeli möglichst schnell von den Gleisen wegnehmen, falls einem ein grosser Zug entgegenkommt. Heute sind sie eigentlich nur noch eine Touristenattraktion. Ein schöner Tag und in der touristischen Hochsaison wird da rege Betrieb herrschen. Alles in allem eine sehr interessante Fahrt, welche man in der Schweiz so nicht finden kann. Wer das auch noch tun möchte, hat nicht mehr lange Zeit. Im Jahr 2015 sollte die Strecke renoviert und wieder normal in Betrieb genommen werden. Da in Kambodscha aber nicht alles so schnell vorwärts geht, wie die Bambu-Trains fahren, bin ich mir noch nicht so sicher, ob sich 2015 etwas ändern wird.